Wenn ihr alle nehmen wollt, mit Teller von Sinnen. Dann stellt er. Guido Kanz. Dieter Nuhr. Und Bernhard Holger. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir sind auch da. Es kann losgehen. Hier ist genial daneben, Herr Gauhiker. Was haben Sie eben gesagt? Ich habe gerade im Time to Say Goodbye gesungen. Aha. Bernd Stelter heute zum ersten Mal bei uns zu Gast. Echt? Zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Sehr froh. Ich finde die Wodka-Gläser sehr groß, aber ansonsten finde ich sehr okay. Ja, finde ich auch. Und was meint ihr? Wie viel macht ihr richtig heute? Drei. Jeder drei. Ja. Okay. Jeder drei, das werden bei fünf Leuten 15 Leute. 30 Fragen. Deswegen, beeil dich. Soll ich anfangen? Ja, 3 mal 5 ist 38. Also, ich war wirklich nie gut in Mathe, Herr Ball, aber jetzt stutze ich. Ja? Sie können immer nachrechnen. 15 und 1 ist 9. Er macht sich die Welt, wie sie uns gefällt. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Das ist Köln. Guck dir mal bitte das Publikum an. Also wenn ich es jetzt nicht genau wüsste, würde ich denken, du bist Florian Silbereisen. Naja. Lass uns mal anfangen, bevor es ausartet. Für mich als Düsseldorfer also. Glänzer geht das hier in Richtung ethnische Studie. Ich finde das interessant. So. Bückeburg liegt wo? In Schleswig-Holstein. Niedersachsen, genau. Bückeburg liegt in Niedersachsen. Und dort wohnt Jutta Heine. Nicht verwandt, nicht verschwägert mit der damals sehr bekannten Leichtathletin. Jutta Heine aus Bückeburg möchte wissen, warum steigt in China einmal im Jahr der Verkauf von Windeln sprunghaft an? Kleine Information, genaue Zahlen liegen nicht vor. Manche sprechen von Steigerungsraten bis zu 50%. Und das passiert jedes Jahr einmal. Da stürmen die Chinesen die Geschäfte und decken sich mit Windeln ein. Das Warum? Ist aber nicht so ein lustiger Aberglaube, dass sie denken, wenn sie die Windeln kaufen, dass das die Fruchtbarkeit irgendwie inspiriert und sie könnten dann auch direkt in 9 Monaten ihr Kind abholen. Die dürfen ja nur ein Kind haben, deswegen macht das auch Fruchtbarkeit. Ich glaube, der Grund ist, das hängt zusammen mit einem anderen Phänomen, dass einen Tag davor ein sprunghafter Anstieg von Getränken für Kleinstkinder Und davor werden extrem viele scharfe Sachen eingekauft für Kleinkinder. Und davor? Und davor kommen die einfach auf die Welt. Du bist aber sicher, dass du China meintest oder so, weil in der DDR hätte ich es mir so erklären können, es gab ja nur einen Tag im Jahr Windeln. Es hängt natürlich mit diesem berühmten Brauch zum chinesischen Neujahrsfest zusammen, wo ja diese Ballons, Heißluftballons, die man so kennt, diese kleinen, die man so unten anzündet und dann steigen die in den Himmel. Nur diese Heißluftballons sind ja oft teuer. Kann sich auch nicht jeder leisten. Windeln sind in China hingegen sehr, sehr billig. Und jetzt muss man nur genug heiße Luft unter diese Windeln bringen, wozu Kinder immer in der Lage sind. Und dann kann man am Silvesterfest schöne Bilder am Himmel über China sehen. Ich glaube eher, dass wir ja beim Chinesen gerne so ein paar Glückskekse nach dem Essen auf den Tisch bekommen, die man aufbringt. Da steht da drin, sie erleben heute noch was Tolles oder Konfuzius sagt. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist das die verkleinerte Form. In China werden natürlich keine Glückskekse aufgemacht, sondern Windeln. Ja, und die müssen natürlich. Ja, da stehen auch keine Nachrichten drin, sondern da ist was anders drin, Herr Balder. Und diese Teile werden Nachbarn vor die Tür gelegt, die man nicht so gut leiden kann. Und das ist deswegen, dieser Brauch wurde hier in Europa ein bisschen abgewandelt. Also Neujahr war schon gar nicht mal so übel. Ja, und ich frage mich gerade, wozu man die Windel an sich noch benutzen könnte am Neujahrstag, wenn nicht für... Also ich glaube, wir denken fälschlicherweise die ganze Zeit an solche Pampers, vorbereitet mit aufsaugfähigen Polymeren, die granulare Systeme haben. Wir wissen, wovon du redest. Ja. Ja, aber eher nicht. Vielleicht... Richtig. Vielleicht handelt es sich schlicht und einfach um Windeln aus Stoff, die gehäuft gekauft werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und die werden dann gerne so als Glücksfahnen oder dergleichen, als weißes Tuch, weil weiß ist die Farbe der Trauer in Asien, wird die dann benutzt als Abschied für das alte Jahr, was gegangen ist. Und jedes Mal habe auch ich dann eine kleine Trauer in meiner Seele. Mir ist und so wenn man reinmacht, hat man dann einen gelben Sack oder was?
In Italien trägt man ja zum Neujahrsfest gerne rote Unterwäsche. Die Damen tragen rote Unterwäsche und das gibt erstens Glück im neuen Jahr und macht Spaß beim Sex. Dabei, wenn man mal weiß, wie erotisch, nicht weit von China entfernt, in Japan die dicken Männer mit ihren Windeln beim Sumo-Ringen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die chinesische Frau sagt, jetzt zum Weihnachten, zum Neujahrsfest, trag noch einmal die Windel, ich will es. Und das bringt... Sag mal, Herr Bein, aber die Farbe Weiß stimmte schon mal, ne? Zum Neujahrsfest, die Farbe Weiß, da ist was dran. Das hat mit der Frage nichts zu tun, aber... Aber stimmt es denn, dass es Stoffwindeln sind oder sind es Plastikwindeln? Ich nehme an, es sind normale Windeln. Ich glaube, dass einfach das neue Jahr beginnt. Und neues Jahr ist wie ein Neuanfang, wie ein Neugeborenes. Und ich glaube einfach, dass das in so ein Brauch ist wie bei uns, dass das Kleeblatt oder den kleinen Schornsteinfeger, den man sich da auf dem Frühstückstisch gegenseitig hin und her schiebt. Und in China ist das eben so, dass der Papa dann sich so eine Windel kauft und sagt, ein neues Jahr, alles, was im letzten Jahr war, das streifen wir von uns ab, es geht neu los. Wie alt ist die Tradition denn? Seit ungefähr 3,7528 Jahren. Da lag Silvester ein bisschen an einem anderen Datum, deswegen ist es so ein... Das Neujahrsfest in China ist nicht zur selben Zeit wie das Neujahrsfest bei uns. Vielleicht sind das einfach alte Windeln von uns, die an Neujahr aufgetragen werden und die dann darunter geschickt werden. Es ist der Geburtstag von Mao Zedong. Ja, und dann? Ja, aber die Windel halt, wenn man so reinmacht, hört man immer dieses Dung. Wenn du in eine Windel machst, hörst du Dung. Ja. Was hören Sie denn? Wenn du die Windel aufreißt, kommt das. Ja, und ich stehe daneben und denke, wow. Windeln sind ja auch nicht so billig. Vielleicht sagt man sich, okay, wir waschen die das ganze Jahr über, aber zum Neujahr, da gibt's auch eine neue Windel. Und dann würden, wenn alle Familien in China eine Windel kaufen, ja, dann geht aber der Absatz hoch. Ja. Was machen die mit den Windeln? Hängen die wirklich an Stäbe wie Fahnen? Oder? Ja, und dann? Naja, eben um das neue Jahr zu begrüßen mit der Farbe Weiß, weil das eben auch Glück bringt. Und muss sich eben auch jeder 8 Windeln kaufen, weil 8 ist ja die berühmte Glückszahl in China. So viele Hände haben die auch. 8 Hände? Aber nur das waren die Gottheiten damit den vielen. Das war in Indien. Ja. Indien war das. Indien. Ja, ihr Lieben. Also ziehen die denn an? Lass mal überlegen, die ziehen die an. Wer zieht die an? Das kann ich mir nicht vorstellen. Werden die nur über das Dach oder aufs Dach gehangen oder über die Tür? Oder ziehen die wirklich an? Wer sollen die anziehen? Die Babys. Nein, ich glaube, die Erwachsenen, der Vater macht das. Das könnte durchaus sein. Das ist sowas wie so ein Brauch, dass man an Christi Himmelfahrt, an Vatertag mit einem lustigen Bollerwagen in den Westerwald fährt und ein Würstchen dabei und ein Fass Bier. Und dann nimmt man immer so einen lustigen Inkontinenten mit. Genau. Schön ist, du weißt auch direkt, wer es ist. Ist es denn vielleicht so, dass die irgendeinen Glücksberg runterrutschen und diese Windel... Was? Wen rutschen die runter? Ein Glücksberg. Glücksberg. Also die rutschen irgendwelche Anhöhen runter, weil wenn sie sagen, dass sie die Windeln wirklich anziehen, ist es vielleicht ein Polster. Ja, ich werde euch... Viele haben noch gute Vorsätze. Das heißt, ich höre auf zu rauchen und sowas. Und wahrscheinlich muss man das sagen, wenn man eine Windel trägt. Weißt du, du sagst, ich will abnehmen, so wie Bernd jetzt. Funktioniert dann nur mit Windel. Dann sagst du, kein Schwindel, ich trage Windel. Windel, ja. Sowas vielleicht. Ja. Also Laufen die irgendwo rüber? Ich werde es euch sagen. Ihr werdet nicht drauf kommen. In China ist es Tradition, dass man zum Neujahrsfest... Habe ich doch gesagt. Ja. Habe ich auch gesagt, stimmt. Ja, gut. Aber was ist Tradition? Dass man zum Neujahrsfest nach Hause zu seiner Familie fährt. Im Januar 2009 waren rund 250 Millionen Chinesen unterwegs in ihre Heimatdörfer, davon fast 200 Millionen mit der Bahn. Das muss man sich mal vorstellen. Auf dem Schwarzmarkt werden jedes Jahr weitaus mehr Tickets verkauft, als Plätze in den Waggons vorhanden sind. Ein Großteil der Passagiere steht dicht gedrängt an den Gängen. Sämtliche Toiletten sind von Reisenden besetzt. Wer dann aufs Klo muss, hat schlechte Karten. Aber der kluge Chinese baut vor, er hat sich eine Windel zugelegt und kann dann einfach laufen lassen. Super Antwort. Ja. Jutta Heine aus Bilkeburg, 500 Euro für Sie. Gratulation. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt mal zu Annette Valentin, oder Valentin, das heißt ja auch Vogel und nicht Vogel. Annette Valentin aus Lübeck. Annette Valentin aus Lübeck möchte wissen, was versteht man unter Erwachsenenengstand? Erwachsenenengstand? Ja. In China gibt es ja Züge, die sind...
Das ist eine Tradition zu Silvester. Yes. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Passt doch. Das wird eine Tanzformation sein, die natürlich bei Senioren gerne gemacht wird, wenn die im Heim so ein paar lustige Tänze. Ich meine, du musst das wissen, nicht? Du leitest ja die Tanzgruppe bei dir im Stift. Das nennt man. Im Stift. Genau, das ist eine ganz besondere Formation, die heißt Erwachsenen-Engtanz. Oder es könnte sein. Engstand, Entschuldigung. Oder es könnte sein, dass das was mit den Augen zu tun hat. Vielleicht ist das bei Neugeborenen so, dass die Augen erstmal gleich sind und dann im gewissen Alter so ein bisschen zusammenrutschen. Ja. Und das ist der sogenannte Erwachsenen-Engstand. Also ich wäre in der Kaninchenzucht. Zucht? Ist ja was ganz Neues. Ja, eben. Eben, ich wollte euch mal überraschen. Ja. Und naja, da gibt es halt viele Erwachsene. Kaninchen, ne, die für den Nachwuchs sorgen. Und wenn das vielleicht mal nicht so gut klappt mit dem Nachwuchs, dann gibt es dann in den Ställen Erwachsenen-Engstand und die brauchen irgendwie mehr Baby. Wäre das nicht eher ein Erwachsenen-Engpass? Aber also nö, aber das ist schon ein Erwachsenen-Engstand. Ja. Genau, die passen ja nicht. Hör mal, sind wir in der Soziologie? Ist das ein Begriff aus der Soziologie? Na, hallo Soziologie, heller bitte, also wirklich, so eine Sauerei wieder hier. Ich bin in der Baumschule, also da, wo Bäume angepflanzt werden. In der Bonsai-Baumschule. Genau, na, das... Herr Balder, Sie machen sich sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig und sehr, sehr bösartig über mein körperliches Defizit lustig. Und wir lustig. Haben alle Spaß dabei. Und für Sie mag das immer wieder neu sein, weil Sie so vergesslich sind in Ihrem hohen Alter, aber für mich tut es immer wieder weh an dieser kleinen Stelle im Herzen, die ich eigentlich für Sie aufgehoben habe. Okay, wir lassen die Bäume weg. Ich glaube, das war eine Idee mit den Bäumen. Wenn die Erwachsenen Orthopädie, Erwachsenenengstand heißt, ja. Hängt damit zusammen, wie die Oberschenkel in den Beckenknochen, die Pfannen, in den Pfannen drin hängen. Und der Erwachsenenengstand ist, wenn sich das eng stellt. Spricht der Mediziner bei Arterien von Erwachsenenengstand, dass das Kind an sich ja nicht so viel Verkalkung hat. Und der Mediziner spricht bei Erwachsenen, wenn die Arterien verkalkt sind von Erwachsenenengstand. Also ein Kind hat, glaube ich, nie... Aber wir sind in der Medizin. Wir sind in der Medizin. Glaube ich auch. Medizin. Nein, ich glaube, Orthopädie war das richtige Stichwort. Sind wir in der Medizin, Herr Baller, oder sind wir in Apotheken? Wir sind... Wir haben gleich zwei Fragen auf einmal. Also Medizin würde ich schon mal, ja, musst du. Dann Zahnmedizin. Das ist gut. Erwachsenenengstand, ja, weil Zähne... Ah, es gibt doch auch für Erwachsene die Zahnklammern. Ich glaube, das ist... Oder vielleicht stehen Zähne auch zu eng und dann gibt es diese Zahnklammern, wo mit in den Zwischenräumen der Zähne so kleine Pümpel sind, damit die wieder auseinandergehen, damit die Kieferstellung besser wird. Weisheitszähne, die kommen irgendwann raus und drücken den Kiefer zusammen, deswegen sind vorne die Zähne ein wenig verschoben. Und da spricht der Zahnarzt vom Erwachsenenengstand. Stimmt das? Das könnte richtig sein, ist aber falsch. Richtig. Zahnmedizin ist auch falsch. Nein. Nein, Zahnmedizin, Erwachsenenengstand. Erwachsenenengstand bezeichnet man generell eine Zahnfehlstellung bei erwachsenen Zähnen, die auch bei Kindern vorkommen können, wenn sie die Milchzähne nicht mehr haben. Weil die... Ich habe den Anfang auch nicht jetzt verstanden und weiß auch gar nicht... Nochmal. Ich glaube, Erwachsenenengstand bezeichnet eine Fehlstellung bei Zähnen von Erwachsenen, die auch Kinder schon haben können, wenn sie die Milchzähne nicht mehr haben, sondern schon die erwachsenen Zähne, die aber später bleiben. Jetzt habe ich es auch nicht mehr verstanden. Ja, Zähne. Einfach nur den Schluss... Also beim Erwachsenen ja das Zahnfleisch so langsam aber sicher zurückgeht, ne? Und das Gesicht knickt langsam nach innen zusammen, ja? Und dann biegen sich auch die Zähne so langsam nach innen. Ja. Ich spüre das regelmäßig. Ja. Und dann ist das, erwachsen wie ich bin, ein sehr enger Stand. Das ist die richtige Antwort, ja. Was? Das ist richtig? Ja. Was? Der Bernd hat zwar nicht das Wort schmaler gebraucht, aber er hat es so bildlich erklärt, ja, dass es stimmt. Weil der Kiefer im Alter schmaler wird, ja, also schon. Nach innen, schieben sich bei manchen Erwachsenen die Zähne mit der Zeit übereinander. Die Zahnzwischenräume werden immer enger. Daher spricht der Kieferorthopäde bei dem Phänomen von Erwachsenenengstand. Tut mir leid, Frau Valentin. Ja.
Hätte ich ihr gegönnt. Ich finde es ein super Einstand. Ja, ja, finde ich auch. Aber in unserem Alter muss man das ja wissen. Ja, 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 gut, war auch die Seniorenwahl. Ne? Ja. Das heißt, es wachsen nicht die Ohren mehr, sondern der Rest vom Gesicht geht einfach nur zusammen. Exakt. Wird immer weniger, bis nichts mehr da ist, Herr Rücker. Ja. Hallo. Das fängt am Kopf oben an. Versuchen Sie jetzt auf meine zweite körperliche Eigenart einzugehen mit Ihrem Humor, Herr Balder. Wie viel körperliche Eigenart? Bleib sitzen, sonst sieht er die dritte auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, warum Sie dauernd von körperlichen Eigenarten sprechen. Ich finde Sie perfekt, genauso wie Sie sind. Genau, finde ich auch, ja. So, Annette, es tut mir leid. Ich kann Geld. Meine Damen und Herren, bei der Gelegenheit fällt mir Folgendes ein. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, wenn Sie zu Hause zufällig eine Phrase rumliegen haben oder auch mehrere und nicht wissen, wohin damit. Ganz einfach, Sie schicken das Ganze an Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen an, sofern Sie ein Telefon haben, 01378 1120. Noch einfacher ist natürlich eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Wir freuen uns über die Fragen, die da kommen. Zum Beispiel freuen wir uns sehr über die Frage von Jörg Arnold aus Ginsheim-Gustavsburg. Das liegt in Hessen. Ja? Und Jörg Arnold aus Ginsheim-Gustavsburg in Hessen möchte wissen, was ist eine Vier-Zeiten-Rolle? Eine Vier-Zeiten-Rolle. Rolle. Ja. Da geht es natürlich um die Jahreszeit, denn natürlich. Es sind ja vier. Ja. Und wahrscheinlich sind wir in Fels und Firn. Irgendetwas wird durch den Wechsel der Jahreszeiten zu einer Rolle gerollt. Kunstrasen. Ist die Vier-Jahreszeiten-Rolle einfach so eine Pizza? Nicht Vier-Jahreszeiten, Vier-Zeiten-Rolle. Vier-Zeiten-Rolle, ist das eine so eine Art Vier-Jahreszeiten-Pizza nur als Rolle, so als Wrap? Ich war gerade bei der Frühlingsrolle beim Chinesen. Einfach so ein Ding, was nicht so richtig gar ist. Das wird halt auf der einen Seite super schwarz, da so ein bisschen angebrutzelt und der Rest ist roh. Also Vier-Zeiten-Rolle. Ah, okay. Ja, und die wolltest du um 12 Uhr bestellen, hast also um 14 Uhr dran gedacht, um 16 Uhr das entgegengenommen und ist jetzt um 18 Uhr geliefert worden, Vier-Zeiten. Ja, sehr schön. Ja. Jetzt sind wir vielleicht beim Bodenturnen. Ja. Die Jungs und Mädels müssen sich über den Boden rollen und können das in vier verschiedenen Zeiten tun, weil das Regelwerk es so vorsieht. Diese Regel möchte ich gerne mal wissen. Solange ich sie nicht vormachen muss, ist das alles überhaupt nicht. Das werde ich nach der Regel entscheiden. Ja, die einen müssen in 10 Sekunden über die Matte rollen, die anderen in 15. Okay. Sind wir im Sport, Herr Balder? Sind wir im Sport? In der Leichtathletik sind weitesten Sinne sind wir im Sport. Fallschirmspringen, da bin ich wieder mal, das habe ich schon mal gelöst. Ich glaube, Surfen? Sind wir beim Surfen? Nee, das glaube ich nicht. Eher Fallschirm. Es könnte sein, dass man in der Luft eine gewisse Rolle machen muss. Und da gibt es wahrscheinlich, ob im Einzel oder in der Formation, unterschiedliche Zeiten, wie das vonstatten geht. Vielleicht für eine Prüfung. Das kann auch sein. Ja. Autorennen auf der elektrischen Autobahn. Auf der elektrischen Autobahn? Karrierebahn, genau. Hier, so, man fährt und dann... Jedes Mal, wenn er unter diesem Türchen durchfährt, wird die eine Runde weitergedreht. Wir sind im Sport. Jetzt habe ich Sie, Herr Balder. Fußball? Nein, wir sind im Kajak- oder Kanufahren. Es geht um die Eskimo-Rolle. Und wenn man, es gibt vier Zeiten, die man da machen muss. Wenn man natürlich 5 Minuten braucht, bis sie ersoffen, dann macht die gar keinen Sinn. Aber es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Zeiten, so eine Eskimo-Rolle zu absolvieren. Und da gibt es beim Kanusport die Vier-Zeiten-Rolle. Also wären wir im Wasser? Ja. Ist das richtig? Falsch. Richtig. Ich glaube, wir sind bei der ganz normalen Leichtathletik. Vielleicht ist die Vier-Zeiten-Rolle eine wirkliche Papierrolle, auf der einfach die vier Rundenzeiten aufgeschrieben werden und die man dann immer weiterdreht, entweder wer läuft oder wer vorbeikommt oder sowas. Also es geht wirklich um eine Rolle im optischen. Meinen Sie nicht, dass das heute irgendwie digital geht? Ja, das hat aber noch einen ganz alten Namen. Die laufen ja auch immer noch mit denselben Füßen. Also wie wäre es denn mit Football oder Rugby, wie diese komischen Feldsportarten heißen? Die haben ja manchmal mit dem Ball und müssen mit dem Ball rollen, die sich über die Zielgrenze von vier Zeiten oder Areas, also 20 Yards, 40 Yards, was auch immer. Also sind wir beim Rugby oder... Aber ich glaube, die rollen nicht? Das geht eher so in die... Es gibt aber doch diese Sachen, die so ein bisschen so aussehen wie im Supermarkt oder im Bahnhof, wo man so durchgehen muss. Das ist sehr bekannt auch bei den
öffentlichen Toiletten an Autobahnraststätten. Da gibt es ja immer diese, wo man 50 Cent reinstecken muss und dann bewegt man so einen Bügel weiter. Ja. Außer man kann so da in der Mitte durch. In der Mitte, oder man kann unten durch. In der Mitte, das geht auch. In der Mitte ist eine Rolle und dann kann man da so dann, und mit so einem Apparat könnte man ja auch Zeiten messen, wenn man jetzt, wenn es nicht gerade um öffentliche Toiletten gehen würde. Ich bin im Büro gelandet. Bürostühle haben Rollen und es gibt natürlich Manager, die haben eine sehr schnelle Rolle. Das ist die, es gibt verschiedene Zeiten bei den Rollen und es gibt natürlich die Beamtenrolle im Finanzamt Köln-Ost, da wird langsam gerollt, die haben ja alle Zeit der Welt. Darf ich noch mal nachfragen, bin ich bei der neuen Frage, hatte der alte Mann nicht schon gesagt, wir wären bei Sport und Freizeit? Im weitesten Sinne das Sport, glaubst du ja. Dem? Ja. Ach so. Ja. Ist das, kann man Ihnen das glauben? Ja, ja, doch kann man. Und Wasser also hatten Sie gänzlich abgelehnt? Wasser habe ich gänzlich abgelehnt. Weil sonst wäre ich bei Turmspringen gewesen. Ja, aber ist ja nur, Turmspringen ohne Wasser wäre albern. Ja. Auch nicht albern, das kann interessant sein, aber es gefällt. Das kann interessant sein, ja, sehr interessant sein, ja. Ja. Dann spielt die Zeit halt keine Rolle mehr, aber... Das ist doch richtig. Aber es gab vorhin mal ein Element, das mir ganz gut gefiel. Ihr Luft ist nicht schlecht. Das hatte ich ja vorhin schon versucht. Sind wir vielleicht keine Tipps? Vielleicht sind wir ja im Kunstflug. Wir sind im Kunstflug. Also die Vierzeitenrolle. Das ist es. Nochmal. So, es ist ein Flug, man fliegt geradeaus, immer die Vierteldrehung. Das ist eine Vierzeitenrolle. Richtige Antwort, ja. Ich setze mich da nicht rein. Selber als Laubsägearbeit heute Nacht fertiggestellt. Herr Köchel, das können Sie in dem Flugzeug vormachen. Sehr richtig. Längsachse-Drehung spricht der Pilot von Rolle. Vierzeitenrolle ist, man muss eine bestimmte, beim Kunstflug eine bestimmte Zeit so fliegen, so fliegen, so fliegen. Jetzt breche ich mir gleich einen Arm. Und dann wieder so. Das andere wäre eine einfache Rolle, die gibt es ja auch. Und das ist die sogenannte Vierzeitenrolle. Und das war eine sehr gute, richtige Antwort. War das jetzt schon die zweite, die wir beantwortet haben? Ja. Wir hatten uns drei vorgenommen, aber sagen wir jetzt mal, vier gewinnt. So viel. Möchte das jemand haben? Nein. Ja, natürlich will ich das haben. Nachher. So, Jörg Arnold aus Ginsheim, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt leider kein Geld. Jetzt gehen wir zu Jasmin Weber, sie wohnt in Kronach, das liegt in Bayern. Und Jasmin hat eine sehr interessante Frage. Bin ja mal gespannt, ob ihr das vielleicht sogar wisst. Warum sind die DVDs der weltbekannten TV-Serie Unsere kleine Farm? Meine Damen und Herren, ich versuche die Frage noch einmal zu stellen. Wenn Frau von Sinnen noch mal kommt, wäre es schon das zweite Mal. Ja, wir neigen ja zu multiplen Orgasmen, wir Mädchen, Herr Waller. Also, warum sind die DVDs der weltbekannten TV-Serie Unsere kleine Farm? Pause. In Finnland erst ab 18 Jahren freigegeben. Ich tippe mal bei einigen zu. Sehr interessante. Also für alle, die das nicht mehr kennen, wenn uns jetzt ganz junge zugucken, das war nur wirklich also eine Serie, die man auch als Baby. Ne? Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Sie so eine Frage stellen, die so leicht ist. Ja, dann los. Das ist natürlich eindeutig, weil es ist den Kleinen nicht zuzumuten, dass sie immer wieder anhören müssen, wie die Mutter regelmäßig Orgasmus bekommt, wenn Michael Landon kommt. Ja, aber das Schöne ist, man sagt ja nicht, die Mutti hat einen Orgasmus bekommen, sagen, ach, schon wieder ein feuchter Lappen. In Finnland. Finnland, Lappen. Natürlich. Ja, Herr Walter, das wäre jetzt Ihr Stichwort gewesen. Ja, ich weiß, mache ich aber nicht da mehr. Da ist mit Sicherheit, kann man irgendwie sehen, wie Tiere kopulieren. Und das ist Herr Nuhr, Sie kommen doch viel rum in der Welt. Was ist in Finnland ein Thema, wo die irgendwie fimschig sind? Weil ich kenne mich in der Serie so gut aus, dass ich das dann beantworten könnte. Also womit könnte der Finne empfindlich sein? Mein Problem ist, ich war noch nie in Finnland, aber... ich glaube, dass der Finne an sich zu einer sehr realistischen Weltbetrachtung neigt und er sieht, dass die Welt hart geworden ist, brutal. Und ein guter Pädagoge will die Kinder ja auf die Welt vorbereiten. Und wenn die dann so eine Serie gucken, die verfimpschen ja völlig. Ja. Die verweichlichen und davor will man die Kinder bewahren. Und lässt sie lieber Serien gucken wie geile Schlampen geben alles.
12 in Finnland natürlich, ne? Das ist dann ab 6 freigegeben. Ja, ab 6. Unsere kleine Farm, die Mädels immer in den langen Kleidern, richtig? Ja, so ein bisschen dieses Sarah Kay Outfit. Ja, genau. Und dann Michael Landon in dem, Little Joe, ne? Mhm. Little Joe mit Hosenträgern immer. Mhm. Ja. Diese Hosenträger sind, haben vielleicht bisschen was zu Erotisches. Für, was ist los? Ich glaube, für Finnen. Gerade für Finnen. Gerade für Finnen. Der Finne an sich ist ja ein Saunatyp. Ja. Der ist nackt. Und dann haben die so viele Kleider und das finden die, glaube ich, unanständig. Ich glaube, mit Erotik hat das nichts zu tun, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Serie irgendetwas ist, was man den Hauch einer Erotik vermutet. Darf ich mal fragen, was ist das? Ich habe immer nur Sportschau geguckt. Was? Kam da nicht auch die Sportschau auf dem anderen Sender um die Uhrzeit? War ich noch bei Sandmännchen, ich habe keine Ahnung. Also kann das da hatte ich schon immer Angst. Mit Synchronisation zu tun haben? Irgendwie sowas? Oder da ist noch was im Beiprogramm. Also entweder ist es so, weil in Finnland, da wird ja nichts synchronisiert, ist ja alles auf Englisch, Englisch oder mit Untertiteln, dass es damit irgendwas zu tun hat. Oder da ist noch was im Beiprogramm der DVD. Also da ist... So eine zweite DVD. Nee, so ein, vorher kaufen sie auch. Ist vielleicht... da ist irgendwas anders dabei, was ist Kinder vielleicht nicht sehen. Könnte sein, aber das ist mit Sicherheit nicht der Grund. Kann es sein, dass DVDs in Finnland grundsätzlich hier ab 18 freigegeben sind? Das finde ich jetzt sehr komisch, ja. Weil jetzt so, ja, genau. Also ich weiß, dass der Finnland an sich gerne, was? Ja. Du wirst lachen, ja. Das ist die richtige Antwort. Mir fehlt noch was. Wie, dir fehlt noch was? Es ist die halbe, von der DVD. Es ist die halbe Antwort. Weil es keine getrennten DVD-Ausleihstationen gibt, kann man immer auch, wenn man DVDs kauft, möglicherweise was Falsches sehen. Deswegen sind und man kann die nicht in getrennten Regalen machen. Nein, weil es jahrzehntelang Alkohol gibt in den DVDs. Weil jahrzehntelang in Finnland die Porno-DVDs verboten waren, genau. Und deswegen mit dem Cover der kleinen Farm verkauft wurden. Es ist auf jeden Fall, die Antwort von Dieter ist auf jeden Fall ein Teil, ich sag mal die Hälfte der richtigen Antwort. Die andere Hälfte fehlt noch. Hat die andere Hälfte denn jetzt speziell etwas mit dieser Serie zu tun? Nein, hat speziell mit dieser Serie nicht zu tun. Das heißt, ihr habt das nur ausgewählt, weil ihr wisst, ich bin so ein kleiner Farm-Fan. Nein, weil es eine Tatsache ist, dass die erst wirklich ab 18 ja, aber jede steht. Andere Serie wie Flipper, Fury oder Lassie wäre auch erst ab 18 erhältlich. Aber nicht unbedingt. Das ist ja im Teil der Antwort enthalten. Also ist was. Ihr Lieben, ich würde vorschlagen, denkt noch mal ein bisschen drüber nach. Wir machen eine kleine Werbung und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Das DVD ist in Finnland generell erst ab 18 verkauft, verliehen, geguckt werden dürfen. Ja, so, das ist die... Der Teil der Antwort, die Frage ist nur, warum? Die Frage ist nur, warum? Und die Antwort ist, dass die ist ja schon eine sehr alte Serie, ne? Ja. Und deswegen war die erste Serie, die in Finnland auf DVD erschien, das war unsere kleine Farm. Da haben aber alle anderen noch gedacht, wenn da eine DVD ist, da ist bestimmt was Versautes drauf. Und die erste, die man hätte noch unter 18 zulassen können, da wussten die noch nicht, dass das geht. Später, bei Lassie, da haben sie es dann gemacht. Ja, aber das hätte man ja im Laufe der Chinesen ändern können mittlerweile. Also die Finnen haben aber jetzt nicht wie die Chinesen... Auch wenn so ein Finne einmal eine Idee hat. Keine neue Auflage mehr gegeben. Die Finnen haben... Die Finnen haben jetzt nicht wie die Chinesen so Einschränkungen mit Nachwuchs. Ne? Weil ich dachte, weil die drei Kinder oder vier später haben, dass dann... Ach, das ist ja keine Werbung für mehr. Ach so, dass die kleinen Kinder alle sagen, oh, ich will auch noch Geschwister. Ich will auch noch 16 Geschwister, glaube ich, eher nicht. Also das kann ich mir in aber nicht es hat auch nichts da ist auch noch viel Platz für Kinder. Es hat auch nichts damit zu tun, dass es Kinder süchtig machen könnte. Es hat damit ja nichts zu tun. Ich sage ja, Dieter, die Antwort war... 50% richtig, die andere Hälfte fehlt mir noch. Das hat historische Gründe. Unsere kleine Farm ist eine uralte DVD, ist rausgekommen in den 60ern. Welche 50%? Die mit dem ab 18? Oder auch die mit Vormann? Die ist schon rausgegangen, da waren die noch gar nicht erfunden. Genau. So. Aber also, ich sag's euch mal, weil es ist wirklich lustig. Diese Antwort ist wirklich lustig. Bei uns gibt es die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle. Ohne diese FSK darf im Prinzip keine DVD irgendwie auf den Markt kommen. Das gibt es in Finnland nicht. In Finnland ist jede DVD automatisch erstmal ab 18. Jetzt kann der Produzent kommen und sagen, wir würden gerne, dass diese Serie nicht ab 18 ist. Das kostet aber Geld. Und bei 200 Folgen, unsere kleine Farm, haben die Jungs von Universal gedacht, das ist uns erstens zu teuer, zweitens weiß bei
unsere kleine Farm sowieso jeder, was es ist. Wir verzichten drauf. Das kann man bei anderen Serien kann man das machen. Dann kostet das Geld, dann steht da nicht ab 18 drauf. Aber bei unserer kleine Farm haben sie es nicht gemacht. Deswegen steht auf dieser DVD in Finnland ab 18 Jahre. Was ist daran jetzt lustig? Weil das... haben Sie es nicht verstanden, Frau von Sinn? Ja, das ist um Geld. Es geht doch nur um Geld. Wo ist denn da der Witz? Na, ich finde es sehr lustig, dass in Finnland eine DVD generell erst mal ab 18 ist. Ja, aber die Pointe hatten wir ja schon vor 20 Minuten abgefrühstückt. Ich sag jetzt gleich in der Erklärung der Brüller des Jahrhunderts. Nein. Gucken Sie mal, denken Sie doch mal drüber nach. Bei uns ist es so, dass diese freiwillige Selbstkontrolle ja stattfindet, oh, das kann dauern, wenn die ohne dass erklären. Man dafür was bezahlt. Ja, aber Herr Beiler, ich habe es A verstanden, B ist es auch sehr originell, aber ja. Es ist doch nicht komisch. Doch, ich finde das total lustig. Ah, dann. So, dann entschuldigen Sie bitte. Das ist also, Es ist egal. Jasmin Weber aus Kronach, 500 Euro für Sie. Gratulation. Gratulation. Eine halbe. Wo ist denn Marina Palm? Die wohnt in Emmerich und ist heute hier. Marina, wo sind Sie? Wo? Marina, da ist sie, aus Emmerich, am Rhein. Ja, Marina, wenn Sie Glück haben, gehen Sie mit 500 Euro bar in der Hand nach Hause. Ich drücke alle Daumen. Marina möchte wissen, was ist eine Hohlzunge? Ein Vogel. Die Hohlzunge ist das Problem, dass man... dachte lange Zeit, man Zunge rollen oder nicht rollen wäre angeboren. Was aber nicht so ist, es ist nicht vererbbar, sondern es ist lernbar. Es gibt Leute, die später das Zunge rollen sich selber beigebracht haben. An alle Menschen, die zu Hause denken, Scheiße. Das kann ich bin hab's versucht, ich kann das nicht. Ja, das ist vielleicht nicht. Nein, Zunge rollen kann nicht jeder. Es gibt schon Menschen, die Zunge rollen können, Leute, die können die Zunge nicht rollen. Das sind die Hohlzüngler. Aber es gibt nicht, es stimmt nicht, dass das angeboren ist, sondern das ist nicht vererbbar. Dass der das selber als Erblehre damals verbreitet. Ich bin nah. Also folgendermaßen. Wie geht's dir? Geht's dir gut, Dieter? Alles gut soweit? Alles prima. Ich habe gerade wieder aufgewacht. Aber ich glaube, Hohlzunge, das hängt zusammen, als damals Boris Becker in der Besenkammer. Ich muss die Frage anders anfangen. Moment. Ich fürchte, wir haben verstanden. Ja, es ist ein Problem aus der Logopädie. Die Hohlzunge, an sich, ich habe jetzt erfahren, man soll die Zunge unterm Gaumen haben den ganzen Tag. Das sei gesund und richtig so. Wo ist die sonst? Wenn man bei mir war die nie unterm Gaumen. Ich wusste das nicht mehr, hat das keiner gesagt. Wo ist die bei dir? Arr. Wenn man nachts um eins mal beim Fernsehen gucken zappt und man landet auf einem Programm, wo blonde Frauen mich auffordern, Autos zu nennen mit vier Buchstaben, da denke ich immer, die hat eine verdammt hohle Zunge. Also ich bin beim Schuhmacher, bin ich gerade. Ja, ich auch beim Schuhmacher. Das wird eine besondere Form sein, der Zunge im Schuh. Ja, ja. Und ich weiß nicht, da wird es natürlich wattierte Zungen geben. Und es gibt eine Hohlzunge, ich weiß nicht, da kann man wahrscheinlich was reinstecken, wenn man auf Wanderschaft ist, den Jakobsweg zum Beispiel beschreitet. Und da gibt es einen kleinen Reißverschluss. Das ist die berühmte Hohlzunge, die in Emmerich natürlich ganz bekannt geworden ist, weil in der Nachbarschaft nur Menschen mit Holzschuhen rumlaufen. Und die haben natürlich keine Zunge. Wenn Sie was sagen möchten, Herr Walter, gerne. Dann ich glaube, Dieter war noch nicht fertig. Es gibt doch die... Möchtest du noch was sagen oder bist du hohl? Also, die Zunge. Ich wollte eigentlich fragen, ob es mit der Logopädie grundsätzlich zu tun hat. Nein. Aber das ist, ich glaube, die Hohlzunge ist eng verwandt und gehört zur Familie der Katzenzungen. Und zwar sind das die, die aus Sparsamkeitsgründen innen drin mit Luftschokolade gefüllt sind. Das ist eine Schande. Also ich finde, es ist entweder ein Werkzeug. Ich finde, Hohlzunge hört sich unglaublich nach Werkzeug an. Wer benutzt es? Ein Dachdecker, ein Schuster, ein Maurer, ein Handwerker. Also Schuster war ja eben schon mal so ein bisschen, das ist falsch. Aber also Handwerker. Es ist ein Werkzeug für Hohlzunge, ein Zahnarzt, nein, ein Mediziner, ein Orthopäden. Nee, also ein Schreiner oder ein Schreiner. Ach, es ist gar kein Werkzeug. Davon. Richtig. Ja. Heller, es läuft. Herr Weiler, in dem Ton kommen wir nicht mehr ins Geschäft. Ich war ganz kurz noch... in der Geologie. Ne? So. Ist auch falsch. Ja. Ich würde sagen, wir sind irgendwie im Metzgerhandwerk gelandet.
wenn so ein Tier gerade zerlegt wird und dann der Chef sagt zu dem Gesell, hol Zunge, dann... Ich möchte darauf hinweisen, dass sich die Hohlzunge mit H schreibt. Also natürlich, auch wir sind in Mundharmonika. Da wird nämlich reingeblasen. Also gibt es Musik. Da gibt es, ja. Und da weiter? Gibt es Musik, da gibt es Zungen, die schwingen und da gibt es... weiter? Wie? Musik. Aber Musik stimmt. Nein, trotzdem weiter. Die Hohlzunge ist ein Baustoff. Die ist ein Baustoff, das wird eingebaut in Dächern, um die Klimatisierung des Dachstuhls zu gewährleisten, weil wenn das ganz dicht ist, das Dach, dann hat man Klima, das ist nicht schön. Aber wenn man Hohlzungen einbaut, ja, dann tropft über diese hohle Zunge die frische Luft ins Haus. Diese hohle Zunge muss er kommen. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ist es ein Fisch? Nein. Es ist ein Schmetterling. Ich gebe keine Antworten auf Fragen. Es ist ein Pflanzenteil. Ach so, es ist ein Fisch. Nein. Wir sind im Gletscher. Es ist ein Schmetterling. Das ist was ganz anderes jetzt. Ein Pflanzenteil. Gletscherzunge. Es ist ein Schmetterling. Es ist ein Insekt. Es ist ein Insekt. Die Hohlzunge, ist es ein Insekt? Nein, das könnte aber Teil eines Insektes sein, weil zum Beispiel die Fliege saugt mit ihrem Rüssel, die vielleicht der Fliegenfachangestellte Hohlzunge nennt, den Nektar von Fremdblüten auf. Guckt euch mal Marina an, die ist noch sehr jung. Ich glaube, die braucht dringend das Geld. Das ist richtig. Stimmt. Gletscher war aber total falsch. Die Gletscherzunge, ich sag's euch. Ein Pflanzenteil. Kein Pflanzenteil, die Hohlzunge ist eine Orchidee. Ihre farbige Blüte streckt sich wie eine Zunge nach außen. Im hinteren Bereich dieser Zunge ist ein kleiner Hohlraum. Diese Orchidee heißt Hohlzunge und Marina kriegt 500 Euro. Gratulation. Wenn man dir eine schöne Frage stellt und die anderen wissen das nicht, kriegt man 500 Euro? Ich habe auch Fragen. Anja Rösner wohnt in Mainz, meine Damen und Herren. Und Anja Rösner aus Mainz möchte wissen, was ist ein Leerwickler? Ja. Mit Doppel-E? Mit Doppel-E. Ein Leerwickler? Ja. Naja, beim Friseur gibt es Lockenwickler. Und Leerwickler könnte Herr Hohecker tun. Ich glaube auch, das muss ja... Muss die ja klebt man dann so auf die Glatze drauf. Wir sehen, kann das sein, dass das ein Begriff aus dem Koch, also aus dem Kochen, aus dem kulinarischen Bereich ist? Weil es gibt ja irgendwelche Krautwickler in Süddeutschland, das sind so Gerichte. Und vielleicht gibt es auch einen Leerwickler für Leute, die sowas ungefüllt haben möchten. Ohne Fleisch. Haben. Ohne Fleisch zum Beispiel. Nur das Tuch. So wir sind Rouladen für Vegetarier. Genau. Wären wir beim Essen? Ich glaube, wir sind beim Essen. Das ist gut. Ja. Ist das gut für eine andere Frage? Nein, das ist gut. Gut. Wir sind in Bayern. Es gibt mehrere Arten, die Weißwurst zu vertilgen. Der eine sagt, ich schneide sie lieber. Und der andere sagt, ich zutsche sie. Aber modern. Zutzele sie. Und der dritte, der ganz moderne Bayer, der hat diese neue moderne Maschine dabei. Das ist eine kleine Metallmaschine, die seitlich so ein bisschen rund ist vorne, damit sie sich an den Teller stellt. Mit der kann man auch Zigaretten drehen. Und dann wird hinten das Ende der Weißwurst wird in diese ja, wie bei einer Wäschemangel zwischen die beiden Rollen eingedreht und dann kann man mit dieser Maschine die Weißwurst leer wickeln. Ja? Ja. So ist das. Habe ich auch schon oft gesehen. Natürlich. So Menschen in Bayern mit so einer Maschine am Tisch. Die haben alle einen Koffer dabei. Alle einen Koffer dabei. Hast du deinen Leerwickler dabei? Ja, sicherlich. Ja, klar. Meinst du die Zutzel oder was? Super Leerwickler. Ich glaube, wir sind bei Süßspeisen. Ich glaube, dass wir beim Bäcker angelangt sind. Und es gibt verschiedene Arten Mohnschnecken. Süßspeisen ist gut. Ja, hallo, ich spreche doch gerade, Herr Balder. Ich sage, haust dir da schön den Gin Tonic rein, hörst gar nicht mehr zu. Also ich glaube, es gibt Mohnschnecken und andere. Es gibt welche, die sind gefüllt mit zum Beispiel Mohn oder auch... Ist das, um Waffelröllchen herzustellen? Ist es, um Waffelröllchen herzustellen? Diese kleinen mit dem Loch in der Mitte, also wo innen nichts drin ist. Ja, wie auf dem Eis, die auf dem Eis drin. Auf dem Eis sind. Ja, wo Eis auch reingefüllt wird. Ich glaube, die machen die per Hand. Ja, das sind so Schnecken, wo nichts drin ist. Es gibt das wahrscheinlich, als Wickler ist wahrscheinlich so ein Begriff, in irgendeiner Region ist der Wickler sowas wie ein dicker, so ein Knubbelteig und der Leerwickler, da ist nichts drin und in dem Vollwickler, der ist halt voll.
Also dieses Gerät, das etwas leer wickelt. Und dieses Etwas hat nach Aussage von Herrn Balder mit Süßspeisen zu tun. Aber welche Süßspeise muss leer gewickelt werden? Diese Frage sollten wir uns in diesem Zusammenhang stellen. Ich weiß die Antwort auch nicht. Vor allem ist das totaler Quatsch. Ich habe nämlich gehört, dass zum Beispiel in China sich Leute extra wickeln, weil die voll eine Blase haben, wenn die zum Beispiel Silvester irgendwo hinfahren. Deswegen, sich leer zu wickeln, macht überhaupt keinen Sinn. Oder? Leerwickler. Ich meine, vielleicht ist das ist ja einfach, das Problem. Ist der Leerwickler vielleicht bei der Herstellung von Süßteig, da wickelt sich dann der Teig um den Rührstab herum oder so eine Art. Ja, beim Mixer Teig. War ich auch. Sagen wir mal so. Wir sind bei der Zuckerwatte. Wir sind bei der Kneten. Wir füllen Zucker in diesen großen Weihnachtsmarkt. Nein, wir sind nicht bei der Zuckerwatte. So, Herr Balder, geben Sie mal Ihren Hinweis. Ich wollte sagen, es muss sich nicht unbedingt um eine Süßspeise handeln. Es kann sich auch um eine Sauerspeise handeln. Mann, haben Sie geholfen. Wahnsinn. Manchmal macht es dann einfach... Ist das etwas, um Früchte auszupressen? Also, weil Zitronen und Orangen... Das nennt man? Presse. Richtig. Ah, kann das vielleicht sein, dass das so ein Teil ist, um etwas zu schälen? Kann das sein, dass man etwas irgendwo draufsteckt und dann wird die Schale abgedringelt, wenn man sie so dreht unten? Dann gibt es welche, da wird leer gewickelt und voll gewickelt. Wie heißt dieses Teil? Kartoffelschälenmaschine. So. Also, wenn wir sagen, wir haben eine Sauerspeise. Es geht um Desserts. Es geht um Desserts. Es geht um Vorspeisen. Unter Umständen vielleicht benutzt das der eine oder andere auch als Dessert. Es kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ich kenne die Essgewohnheit mancher Leute nicht, aber es ist durchaus möglich. Aber ist ein Leerwickler einfach irgendwie vielleicht, den man bei vielen Gängen trinkt, so ein Getränk, wo sich dann der Magen auf links wickelt. Man ist dann geleert und kann weiter essen. Sag mal, Männer, darf ich noch mal fragen? Der alte Mann hatte doch irgendwann mal gesagt, wir sind bei Süßspeisen. Und jetzt sagt er, die können aber süß oder sauer sein. Ja, können auch sauer sein. Aber Süßspeisen hatten Sie doch mal abgenommen. Nix. Ja, klar. Weil er Lust dazu hat. Weil ich Lust dazu habe. Das waren vorhin Süßspeisen. Also im Prinzip fällt das Ganze unter dem oberen Begriff Süßspeisen, würde ich jetzt mal dann sagen. Dann kann es doch nur die Zitronenrolle sein. Bei Süßspeisen. Ja, so, die ist süß und auch sauer und wird gewickelt. Wofür die Leerwickler braucht, das ist die Frage. Das ist die Frage. Sorbet. Was? Sorbet. Sorbet war ein berühmter französischer Dichter. François Sorbet. Nein, Sorbet ist eine Volksgemeinschaft in Sachsen. Ja, das ist nämlich im Spreewald. Ja, im Spreewald, da wohnen die Sorben. Ich glaube, wir sind trotzdem bei einer Sache, die mit Teig zu tun hat. Um da nochmal zurückzukommen. Dieser Teig wird... Ich nicht. Sollen wir abstimmen? Die Frage ist, ist der Leerwickler ein Gerät oder ist der Leerwickler etwas, was man... Wir sind bei Obst aber. Ne? Obst ist sauer. Sauer, Obst. Und süß auch. Muss... Kommt drauf an, wie lang. Leer gewickelt werden. Und zwar vom Baum. Wir sind beim Ernten. Ist das richtig? Nee. Nee, Männer, jetzt hab ich's. Das ist gut. Hat der Leerwickler. Ja, ich hab's. Komm, ich mach direkt dem Helferlein hier die Birne an. Der Leerwickler ist die Speise an sich. Die wird im Saarland so genannt. Und die kann man halt süß oder sauer füllen. Wieso im Saarland? Herr Balder, ich musste doch irgendetwas jetzt sagen. Ach so, weil ich dachte. Weil Anja Rössner aus Mainz kommt, dachte ich vielleicht im Rheinhessen. Im Rheinhessen. Also ich werde euch das jetzt mal zeigen, was ein Leerwickler ist. Wollt ihr das wissen? Nee. Stell's bitte hier hin, ich hab Hunger. Gut, dann darf ich Serpel mal bitten, mit dem Teller zu kommen. Hierhin bitte. Dankeschön, Serpel. Ich habe auf diesem Teller drei Bonbons. Maschinell gewickelte Bonbons. Das gibt es nicht. Da ist nichts drin. Nein! Und es kann passieren, dass man, wenn man mal in eine Tüte greift, einen Leerwickler hat, wo aus Versehen nichts drin ist. Zum Beispiel hier. Der ist gewickelt worden, dann hat die Maschine nur vergessen, den Bonbon reinzumachen. Was bin ich froh. Dass die Frage so gut war, sonst hätte ich mich geärgert, dass wir es nicht gewusst haben. Nein, aber alter Mann, ich bin mal wieder der Meinung, dass Sie eben vor gefühlten 3 Stunden, als ich bei Lakritzschnecken war, dass Sie mir den Hinweis hätten geben können. Was haben denn das jetzt... Das Naschwerk an sich die richtige Richtung wäre. Ich habe gesagt, Süßspeise, es gibt auch Sauerspeise. Süßspeise, ein Bonbon ist doch keine Süßspeise. Anja Rösler aus Mainz. 500 Euro für Sie, Gratulation. Ja, geil. Eine richtig gute Quote. Die Maschine darf nicht mehr als... Ja, genau.
Ein Promille Leerwicke haben. Einigen wir uns drauf, dass ein Bonbon keine Süßspeise ist. Das wäre lieb. Sondern ein herzhaftes... Ein Naschwerk aus der Familie der Lakritzschnecken. Also in den, ne, also in dem hier steht zum Beispiel drauf, bayerisch Blockmalz. Das hat mit Lakritz... Ja, ich hab doch... Also das war die Weißwurst, die ich... Ja, ja. Gibt's übrigens auch sauer, die Bonbons. Ich hab noch zwei. Möchtet ihr mal? Ja, einen Wickler. Ich hätte gerne den Vollwickler, bitte. Ja, ich hab den Wickler bei hier. Ich bring euch den, gleich rüber. Ihr habt ja doch einiges, ne? Bernd hat einen. Zweieinhalb. Na gut. Bin ich an die drei rangekommen. Und du hast noch auf vier erhöht. Ja, ja, ja. Ja, den Optimismus dürfen wir uns einfach nicht sehen. Man muss einfach die Sonne sehen, auch wenn es regnet. Genau. Ich finde, man muss den Frühling sehen. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr. Ja. Schön, dann kommt irgendwo ein Leerwickler her. Ja. Ah. Das war ein schöner Schlusssatz, meine Damen und Herren. Richten Sie sich mal nach Guido Kanz. Der sagt Ihnen, wo es lang geht. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.